Koblenz-Rauental. Hier in der St. Elisabethstraße 2 stand bis 2009 das erste von der Handwerkskammer Koblenz gebaute Berufsbildungszentrum. Ab 1967 errichtet, war es in die Jahre gekommen und so stand die Frage im Raum: modernisieren, abreißen und neu bauen oder einen neuen Standort suchen. Die Handwerkskammer Koblenz entschied sich ganz bewusst für den Neubau im Herzen der Rhein-Mosel-Stadt. Und so entstand an historischer Stätte das neue Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Ein Gebäude, das bereits mit seiner Innen- und Außenarchitektur Signale setzt. So sieht moderne Berufsbildung heute aus. Großzügig gestaltet, transparent und mit einer innovativen Inneneinrichtung ausgestattet, werden hier künftig die Berufe der Nahrungsmittel- und Gesundheitshandwerke über Aus- und Weiterbildung fit gemacht und auf die künftigen Anforderungen des Marktes vorbereitet. Dafür stehen den Handwerkern 10 hochmoderne Werkstätten und 6 Theorieräume mit EDV-Arbeitsplätzen auf 4.200 Quadratmetern Nutzfläche zur Verfügung. Die 300 Lehrgangsteilnehmer des Fleischer-, Bäcker-, Konditoren- und Fachverkäuferhandwerks wie auch den Friseuren und Kosmetikern Platz für Aus- und Weiterbildung bieten. Nach Abschluss der Bau- und Einrichtungsarbeiten war alles bereitet, konnte das neue Zentrum seiner künftigen Aufgabe übergeben werden. Zur Eröffnungsfeier am 25. Juni hatte sich neben 400 Gästen auch Ilse Aigner angekündigt, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die mit ihrem Kommen die Bedeutung der neuen Einrichtung herausstellte. Das Zentrum wird nicht nur in die Region hineinwirken, sondern auch darüber hinaus Signale setzen. Es gilt als eines der modernsten seiner Art in Europa und verbindet die Zukunftsthemen gesunde Ernährung, Wellness und gutes Aussehen als Teil der Persönlichkeit und Wohlfühlfaktor. Das Handwerk werde, und dies wurde während der Eröffnungsfeier deutlich herausgestellt, bei der Gestaltung dieser spannenden und interessanten Zukunftsfelder nicht abwarten, sondern selbst Akzente setzen und theoretische wie praktische Inhalte aktiv vermitteln. Politik und Handwerk griffen die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft als Lieferant von Rohstoffen, verarbeitendem Handwerk und Verbraucher als geschlossene Kette einer regionalen Wertschöpfung auf und sehen hier auch Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit. Bei der regionalen Wertschöpfung spielt das Handwerk oder die handwerkliche Produktion natürlich eine ganz große Rolle, weil man hier den Regionalbezug per se schon mal hat und die Ursprungsprodukte letztendlich meistens auch aus der Region stammen und sie auch hier verarbeitet werden, mit regionalen Produkten ergänzt. Und deshalb ist sozusagen das Handwerk der natürliche Partner für eine regionale Wertschöpfungskette. Ich verspreche mir vor allem davon, dass man erstens enge Kontakte mit Landes- und Bundesregierung pflegt. Die sind bestimmt interessiert daran, dass man auf den Fachverstand unseres Hauses zurückgreifen kann. Doch bevor man weiter über gemeinsame Zukunftsprojekte zwischen Bund und HWK Koblenz zur Wertevermittlung von Nahrungsmitteln nachdachte, stand die Schlüsselübergabe durch Architekt Thomas Steinhardt an Präsident Werner Wittlich und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden an. Und natürlich durften auch die Segenswünsche der Kirchen nicht fehlen, ausgesprochen durch die Pfarrer Günter Marmann von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Koblenz-Mosel-Weiß und Christoph Funke von der evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte. Gedanken zum Haus und zur Verbindung von Ernährung und Gesundheit. Ich finde es einfach hervorragend, wenn man genau diese beiden Bereiche, die zusammengehören, Ernährung und Gesundheit, koppelt und den jungen Menschen, die hier ihre Aus- oder Fortbildung auch machen, die Grundlagen zu geben für eine komplette Wertschöpfungskette, und das ist beispielhaft. Unser neues Zentrum für Ernährungs- und Gesundheitsberufe will bundesweit eine Leuchtturmfunktion einnehmen auf den Gebieten, den Handwerksbereichen, die sich eben mit Ernährung beschäftigen. Das ist das Bäckerhandwerk, das Konditoren- und das Fleischerhandwerk. Und auf der anderen Seite das Gesundheitshandwerk sind insbesondere die Friseure und die Kosmetiker. Wir wollen dort neue Akzente setzen, indem wir auch auf körperliche Befindlichkeiten, die immer mehr Menschen haben, eingehen, sprich auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien. Das ist ja auch im Friseurhandwerk kein Fremdwort. Und wir wollen die jungen Leute, die wir hier ausbilden,
einmal in formal-technischer Aussicht weiterbilden, damit sie ihren Beruf ausüben können und den neuen Anforderungen gerecht werden. Wir wollen aber auch, dass das Verkaufspersonal in den Geschäften, also in den Fleischereien, Bäckereien, Konditoreien, in die Lage versetzt wird, die Produkte so anschaulich schön darzustellen, dass einem schon beim Vorbeigehen das Wasser im Mund zusammenläuft. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermittlung von Bildungsinhalten sind also mit dem neuen Zentrum gelegt. Nun gilt es, diese zu nutzen. Eine Aufgabe, bei der sich das Handwerk, die Fachverbände und die Handwerkskammer gemeinsam aktiv einbringen werden. So sind die 22 Millionen Euro für Neubau und Einrichtung, und da waren sich alle Mittelgeber von Bund, Land und Handwerkskammer einig, gut investiertes Geld in die Zukunft der Nahrungsmittel- und Gesundheitshandwerke.